Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zur vierten Folge von In Sound Mind. So, hier waren wir schon. Deswegen kann ich nicht sagen, wie wir stehen geblieben. Hier machen wir jetzt auch weiter. It has a small coin slot. Das Ding ist, was haben wir hier alles? Wir haben eine Lochkarte. Okay. Ich würde sagen, wir kehren ins Geschäft zurück. Warte mal, das war da lang, ne? Gefährlich. Ganz gefährlich. So. Und wir wissen ja, dass wenn wir so machen, können wir hier einiges erkennen. Spiegel und so, ne? Und ich habe mir gestern Abend so Gedanken gemacht. Ja. Dass wir zum Beispiel Sachen benötigen, um die hier zu scannen. Und ich glaube, wenn wir die scannen, dann, weil irgendwas scheint da drin zu sein, dann könnten wir das vielleicht kriegen, wenn wir hier drauf gucken. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas müssen wir scannen. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf die Suche nach das, was wir scannen müssen. Und boah. Let's go. Ist das hier? Oh, Postkarte. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die ausscannen können. Die Postkarte. So, komm, wir versuchen es einfach mal. $2. $2. Hier sind ja auch so Zettel. Genau, das sind $4. $5. Funktioniert das? It's the item scanner. Das wird nicht funktionieren. Ah, okay. Das heißt, $5. Ah, Moment. It's an item scanner. Was ist, wenn wir die zweimal scannen? Ha! Am Coin. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt mit Jammünze machen können. Aber wir haben auf jeden Fall eine Münze und suchen jetzt nach mehr. This stuff is unnaturally strong. Okay. Ist hier noch irgendwas zum Essen, was ich nehmen kann für meine Gesundheit? Ich nehme alles, was man kriegen kann. So weit kommt. Holy hell. Okay. Ja, am frühen Morgen eben gerade so schön aufgestanden, ne? Ach, hey. Auf jeden Fall haben wir hier einen Coin. Wofür könnten wir noch einen gebrauchen? Und wo könnte eventuell noch eine Postkarte liegen? Müssen wir jetzt irgendwie herausfinden. Jetzt bin ich zwiegespalten. Sollen wir direkt die Münze... Okay, komm. Ich habe eine Idee. Okay. Wir gehen jetzt sofort die Münze verballern. Und, genau, hier war das. Und dann werden wir weiter schauen. It's a lock with a... It works. Ja, und... Was ist da drin? Echt jetzt? Wirklich? Ja, da wäre eine Postkarte drin oder so. Ach. Cool. Okay, das ist sehr gut, das können wir ja schon. Dann nehmen wir wieder die coole Spiegelscherbe. Ich schwöre, hätten wir die nicht, ne?
hätten wir die nicht. Ups. Ja, geh du weg, du hast mich doch angegriffen, du blöde Kuh. Ja, hier sind wir wieder in diesem Eingangsbereich. Oh Gott. Diese Puppen hier, ne? Okay. Hab ich schon gelesen. Ist hier noch irgendwas? Oder bin ich blind? Hä? Egal, auf jeden Fall haben wir, eine Postkarte. Junge, du beobachtest mich doch die ganze Zeit. Ich mach gar nichts. $5. Wir gucken, ob das funktioniert. It's an item scanner. It's the item scanner. Münze. Warte mal kurz. Kann ich? Not working. Oh, das. Wie war das hier nochmal? 50. Wir haben das jetzt alles gemacht. Wir haben jetzt alle Kassen. Achso, ne, hier. Ja, auch noch. Das ist. Ah, das ist jetzt schwierig. Oder? Nee, das geht doch safe nicht. Nee, nee, komm. Das geht nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon zwei weitere Münzen. Ja, das Fax hatten wir schon. Das hatten wir schon. Da steht irgendwas Böses drauf. Kennen wir schon. Irgendwo war hier noch ein Getränkeautomat. Ich hatte letztens den Strom gar nicht dafür angeschaltet, deswegen ging das nicht. Ist okay. Oh. Oh no. Das Ding bewegt sich mit mir. Ja, und kann ich jetzt hier mitmachen? Ach krass!
Ich check's. Moment. Das ist cool. Da möchte ich mit unserer Räuberleiter machen. Das ist nett. Oh, fuck. Wir müssen erstmal wieder da hochkommen. Oh, Junge. Ah, siehste? Das erinnert mich, kennt ihr noch das Spiel Stay Tunes, was ich mal vor Jahren hier gespielt habe auf dem Kanal? Boah, das war, glaube ich, einer meiner ersten Horror-Games. Da war das genauso mit den Puppen. Die haben sich auch jedes Mal bewegt. Und das ging 3-4 Stunden zu dem Spiel, glaube ich, ungefähr. Und da muss ich mich die ganze Zeit richtig konzentrieren. Ach Gott, das war so schön. Wenn ich hier durchgehe, bin ich tot, oder? Jetzt hätten wir schon die Arschkarte gezogen, wenn dieses Ding hier erscheinen würde. Das ist aber ein langer Schacht, ne? Sind in dem anderen Teil. Okay, mit den Elektrogeräten. Nothing. Sicherung. Nothing. Okay. Aber so ganz brauchen wir das jetzt erstmal nicht. So, gucken wir uns mal um. Leave me alone. I'm so sorry. Ja, das ist ein fettes Gerät. Later, maybe. Oh. Ist dann, wenn du Hunger hast, mein Junge. Wait. Ging denn das jetzt gerade an? Okay, weird. Kommen wir hier eigentlich raus? Also, wir sind ja von da oben gekommen. Und ich bezweifle, dass wir jetzt hier irgendwie noch rauskommen. Ich meine, die stehen zwar hier so, aber... Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich hätte die anderen Eingänge noch freimachen müssen, oder? Ach, shit. Oder komme ich vielleicht hier rüber?
Weil das Ding ist, wie komme ich denn jetzt selbst raus? Ah, das ist richtig dumm. Oh, das ist so dumm. Boah, nee. Shit. Ich hab grad voll verkackt. Ist das denn hier? Hallo? Nee, ich bin Chef. It's a fuse box. Success. Und jetzt? Ja, nee, nee. Fits perfectly. Wait! Got it, oder? Bitte lass es richtig sein. Beobachtet und angestarrt werden. Das sind die Dinge. Ja, immer angestarrt. Okay. Will funktioniert nochmal. Okay. Moment. Einmal kurz ausmachen und jetzt wieder reinmachen. Fits perfectly. Dann geht jetzt vielleicht alles hier an. Hi! Kann ich nicht erschießen? Ich weiß nicht, aber irgendwas fehlt doch. Fusebox ist an. So, jetzt nochmal hier das Ding. Das ist schon gedrückt. Kacke, die Tür geht. Ach man. Das ist so ärgerlich, ne? Vielleicht hätte ich den vorher den Strom anschalten sollen. Ich Idiot. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Also wir können die irgendwas umstellen, aber. Also vielleicht. Oh! Alle Augen müssen sie anstarren. Got it. Die Welt ist besser ohne die... Was? Zerdroschenen. Sie bringen Schmerzen und lügen andere ihre... Ach, und fügen anderen ihren Schmerzen zu. Bist du auch ein... Zerbrochener? Nee, bin ich nicht. Boah, ich merke gerade, ich bin halt immer noch gut müde. Deswegen bin ich nicht so konzentriert. Aber egal. Genau, die Fusebox müssen wir jetzt hierfür ausschalten. Denke ich mal. Allen die nochmal. Also, hier lang, glaube ich. Ja. Das heißt, nehmen wir mit.
Und jetzt müsste der Strom aus sein, ja. Gehen wir hier durch. Oh, und jetzt sind wir hier. Oh, das ist... Oh, ich weiß, wo wir sind. Spielzeug. Aber ich muss kurz eine Sache erledigen. Endlich. Oh Gott, endlich. Sehr gut. Okay. Was steht da drin? Okay, wir sollen da nicht reingehen, da als Lagerplatz benutzt wird. Das ist mir aber egal. Was ist das hier? Oh. Kran. I need a coin. Oh, it fits. Tada. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Ja, aber... It's blocked from the other side. Wofür denn ein Zündschlüssel? Aber wofür brauchen wir denn einen Zündschlüssel? Das ist auf jeden Fall für ein Fahrzeug anscheinend. Oh, gut. It's a fuse box. Got it. West wing is locked. No dice. Ja, klar. I'm all right. Okay, sehr gut. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Oh, das ist einfach so riesig hier, ne? Also, jedes Mal aufs Neue bin ich ein bisschen... Oh, hier ist der Spiegel. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist. Hier, ob hier irgendwas Interessantes ist für uns. Scheint aber nicht so zu sein. Ja gut. Ich denke mal, die Tür hier führt zum Westflügel. Ah komm, hier, das, jetzt kann ich es nehmen. Danke. Ja, Westflügel. Nee, Wartungsadow, ja. The door to the West Wing is locked. Success. Erstmal zu, dann fühle ich mich sicherer. Taken wir. What? Toll. Nett. Lagerraum? Okay, hier werden wohl so diese. War da nicht gerade noch irgendwo eine Puppe drin? Oh, geklappt. Ich habe irgendwie irgendwo ich habe eine Puppe. Okay,
was haben wir hier alles? Jetzt ruft bestimmt dieser Typ an. Oder nicht? Ah. Oh mein Gott. Ich wusste es. Determination, I have to admit, to step. Oh, what? Oh, okay. Nothing. Er ist einfach aufgelegt. Ja. Sorry. Ja, ich glaube, der Typ merkt so langsam, ey, du darfst dich nicht mit uns, also du darfst dich nicht mit mir anlegen hier, weil ich bin auch krass. Kühlraum, oh Gott. Kühlräume sind immer so, nee. Ach, verdammt. Wesenschrank. Führt uns irgendwo hin. Also ich guck mich hier erstmal um. Oh Gott. Oh Gott. Be cool. Oh no. Friert uns jetzt ein. Ey. Jo, was soll ich machen? It's locked. Nothing. Digga, keine Ahnung. Okay, das war krass. Das war krass. Ah, ich habe jetzt aber gar keine Munition mehr. Das kommt jetzt noch dazu. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Gehen wir erstmal hier lang. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo noch Munition finden. Cool.
für Gestalten? Real Talk, ich check's nicht. Wait. Hier ist ein Gabelstapler, aber wir können den nicht. Wir können einen fucking Gabel. Gabelstapler fahren. It's the ignition key lock, no luck. It fits.
Irgendwie hört dieses Lied nicht auf. Wegen diesem kleinen Brett. Aber, ja. Was ist das? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Ich weiß nicht wie, aber ich muss irgendwie in diese Spielzeugabteilung kommen. Also ich muss irgendwie irgendwas freischalten und dann ab zur Spielzeugabteilung. Weil ich glaube, da ist der letzte Spiegel. Weil hier ist halt wirklich... Ich kann hier nochmal gucken, aber ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwo ein Spiegel ist. Das ist sie, glaube ich. Und dahinter ist halt ein Spiegel. Aber da kommen wir erst hin, wenn wir den Weg zur Spielabteilung freigeschaltet haben. Das wird schwierig. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht wie. Boah. Also langsam bin ich überfordert hier. 9.45 Uhr und ich habe echt nichts Besseres zu tun. Egal. Nein, das ist jetzt aber die Frage, wie komme ich zur Spielzeugabteilung? Ich gehe erstmal in Sicherheit hier oben. Also es muss ja eigentlich voll weit in die Richtung sein, oder nicht? Ich nicht einfach wieder durch so einen tollen Schacht klettern. Okay. Denk nach, denk nach, denk nach. Denk nach. Aber war da noch irgendwo ein Weg, den ich hätte nehmen können? It works. It swallowed the coin, but nothing happened. Damn thing still owes me. Damn thing still owes me. Damn thing still owes me. Will ich mich veräppeln? Ach du Assi, ey. In der Umkleide waren wir schon. Taschenlampe ist jetzt auch nicht mehr, wer weiß wie gut. Aber wo ist denn nochmal? Dieser Überwachungsraum. Wenn ich das jetzt nochmal wüsste, ne? Oh.
Ist der das hier? Nein, das ist der Kompressorraum. Brauchen wir nicht. Das ist manchmal Überwachungsraum. It's blocked from the other side. Ja, war ja klar. Wo ist denn dieser scheiß Überwachungsraum? Irgendwo sein. Bin ich auf Stoff. Oh mein Gott, ich weiß den Code, ich weiß den Code, ich weiß den Code. Moment. Hier. Eins. Ja. Mehr war da jetzt nicht. Ach Gott, ey, wieso muss der mal? Okay. So. Als nächstes. Ja, Frage ist, wie soll ich das freischalten? Es ist leichter gesagt als getan. The item scanner. It's an item scanner. Ah, nein, kommt zu viel. Oh, fuck. Aha, hier. Der King wieder hier. So, Coin. Ich weiß noch eine Sache, wo wir den Coin eventuell verwenden könnten. Ich denke die ganze Zeit bei dieser Lampe, da steht wieder, stehen wieder diese komischen Dinger. Ich will so gerne da raus, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr hier zu bleiben. Naja. It's a coin slot. It fits. Wait. What? Hinter dich. Wait a minute. Ich dachte gerade schon. Okay. Wir sind eigentlich so gut wie am Arsch. Keine Munition mehr. Keine Batterien. Gar keinen Bock auf dich, Alter. Okay. Also wir müssen irgendwie zu diesem diesen Spielwaren da kommen. Ich weiß aber leider nicht wie. Jetzt bin ich echt sehr verwirrt. Ich glaube, uns fehlt noch eine Puppe. Oder? Hier nochmal.
sure I want to know what's inside. Ja. Danke. Ich finde, ich bin ein guter Therapeut, aber... Okay. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal. Delicious. Genau hier waren wir ja schon. Ich brauche nur diese eine Puppe. Aber ich weiß nicht wohin. Thank you.
It's a small rounded slot. It's no use. Worth a try. Wir brauchen noch. Boah, wir brauchen noch voll viele Puppen. Nothing. Scheiße. Okay. Meine Lieben, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter, denn dieses Rätsel ist ziemlich knifflig mit diesem Puppenhaus und ich glaube, ich muss mir da das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und das so ein bisschen herausfinden. Wir haben jetzt nämlich Mama, Bruder, Tochter und Papa und das sind, ich glaube, nicht alle Puppen. Ich glaube, da fehlen wirklich noch einige Puppen und das ist sehr, sehr tricky. Deswegen würde ich sagen, meine Lieben, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was draus und bis demnächst zu einem neuen Video. Ciao, Leute.